Hallo Leute! Und ja, ich dachte, ich starte mal ein kleines Fragen- und Beantworten-Format auf meinem Kanal, denn ich habe hier nichts Besseres zu tun und außerdem ist mir langweilig. Und ja, außerdem dachte ich mir mal, jetzt wo ich die 9000 Abonnenten habe, da kann ich doch ruhig mal ein paar Fragen beantworten. Das ist nicht so sinnfrei, wie als ich 5 Abonnenten hatte. Und ja, da ich bisher noch nie so ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, schreibt eure Fragen unter dieses Video, mache ich das jetzt. Ich habe mir doch ungefähr 20 Videos vorher jetzt mal 5 Kommentare rausgesucht und beantworte die mal. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir unter dieses Video die stellen und ich werde wahrscheinlich, wenn ich mal wieder Lust darauf habe, Fragen zu beantworten, mir ein paar tolle raussuchen. So, fangen wir an mit dem ersten Kommentar von Spooky HD. Kannst du für die 1.9 ein Command machen? Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich mich damit beschäftigen würde. Aber erstens bin ich dafür jetzt ein bisschen zu faul, da es noch keinen Filter gibt, der das für mich macht. Und zweitens wüsste ich auch nicht, was ich jetzt für ein Command machen wollte. Ich habe da im Moment nicht ganz so viel Lust darauf, ein Command zu machen. Aber wahrscheinlich wird die 1.9 ja für, keine Ahnung, 2 weitere Jahre oder so wieder das Hauptupdate von Minecraft bleiben. Und da will ich wahrscheinlich in spätestens einem Monat, aber wahrscheinlich früher schon, mal ein Command für die 1.9 machen. Ja. Squidman LP fragt: Hi. Hallo. So. Chaos Gamer HD fragt: Was machen die Flash Knuckles? Die Flash Knuckles sind ein Hard-Mode-Ausrüstungsgegenstand, die des Spielers Verteidigung um konstante 7 erhöhen. Aber dafür die Monster auf den Spieler lenken, was im Multiplayer dazu führt, dass man öfter angegriffen wird. Dieses Item verkauft sich für 8 Goldmünzen und wird aus Crimson Mimics gefunden. Ja, ich dachte, ich nehme diese Frage mal rein, weil ich finde das witzig. So, Maikilo wird Maikilo ausgesprochen, fragt: Womit nimmst du auf? Das ist auch eine Frage, die ich oft bekomme. Das kann ich auch mal beantworten. Ich nehme eigentlich meistens mit Fraps auf, aber manchmal auch mit Camtasia Studio. Und mit Camtasia Studio schneide ich auch gleichzeitig. Es wechselt sich ab. Ich weiß auch nicht, warum ich mit zwei unterschiedlichen Programmen manchmal aufnehme. Crazy Master fragt: Bin ich Schande? Diese Antwort ist natürlich ganz eindeutig nein. Crazy Master ist nicht Schande. Du bist nämlich ein toller Mensch und ich mag dich. Ja, warum auch immer ich mir das rausgesucht habe. Und das war's eigentlich auch schon für diesen ersten Part von meinem ich beantworte Kommentare Format. Es ist unglaublich kreativ von mir, ich weiß. Aber um das ein bisschen aufzuwürzen, nehme ich natürlich auch wieder richtig viele schwachsinnige Fragen mit rein. Aber bitte fragt nicht nur schwachsinnige Fragen, weil darauf habe ich keine Lust. Ein paar habe ich mit reingenommen, wie man sicher bemerkt hat. Und ja, wenn euch sowas gefällt, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.